So, liebe Freunde vom Gaustavus, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich heute Abend noch repariert habe. Ja, es ist versteckt noch unter der Decke. Es ist ein Lautsprecher, ein Basslautsprecher. Ich mache das mal ganz kurz hier weg. Und zwar habe ich unter der Decke einen GBA-Subwoofer. Da steht es, GBA. GBA-Subwoofer. Und zwar haben wir die Type GBL Sub 140-230. Folgendes Problem war: Standby LED war permanent auf grün geschaltet. Kein Ton, kein gar nichts. Ich führe mal ganz vor. Ich hoffe, ihr hört das jetzt auch. So, Ton ist da. Es ist folgendes gewesen: Im Anschluss des Videos lege ich die Fotos auch noch mit bei. Eine Thermosicherung direkt im Netztravo ist durch gewesen. Also eigentlich ein Bauteil für, ich sage, ein paar Cent, theoretisch gesehen, wenn man etwas Besseres einbauen würde. Die Thermosicherung zu finden war relativ kompliziert, weil wir dadurch einiges von der Netztravo abwickeln mussten und den Netztravo zerlegt haben. Zeige ich euch auf den Fotos, wie gesagt, die gleich nachfolgen. Nächste Problematik, die dabei entstanden ist: Das Gerät ist schon geöffnet gewesen, das heißt, es gab da diverse kleine Fehlerteufel, die sich eingeschlichen haben beim Zusammenbauen des Gerätes, wie zum Beispiel Glimmerscheiben waren weg. Glimmerscheiben sind Abstandsscheiben für Transistoren, die waren fehlerhaft, dadurch hätte es einen dicken Kurzschluss geben können, nur Gott sei Dank war ja immerhin eine Sicherung defekt. Dann war ganz viel Wärmeleitpaste vermischt gewesen auf der Platine. Und ja, so diverse kleine andere Geschichten, die mich doch ein bisschen Zeit gekostet haben bei der ganzen Sache. Aber ich kann euch sagen, auf jeden Fall, der GBA macht ordentlich Druck. Er funktioniert wieder exzellent. Das Einzige, was sehr, sehr schade ist, aufgrund einer schlechten Verpackung, kann man hier sehen, gab es einen Transportschaden. Ich denke mal, das ist nicht ganz so dramatisch. Das tut den Lautsprecher die Funktion nicht ab, aber er funktioniert, wie gesagt, einwandfrei. Ja, das ist schon zum GBA Subwoofer. Wie gesagt, Fotos hänge ich jetzt da hinten mit dran. Könnt ihr euch mal angucken, was da so alles passiert ist, was da so fehlerhaft war. Aber ich denke mal, das ist eine Reparatur, die hat sich gelohnt. Und diese Reparatur haben wir mal wieder bei mir im Gaustenhaus durchgeführt und ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, der Kunde, den ich das Video jetzt schicke, der wird sich wahrscheinlich gleich aufreuen und ja, dann alles weitere beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal im Gaustenhaus.